Hallo Leute und willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon. Ja, wir sind hier zuletzt bei diesem Schiff gewesen und jetzt schauen wir uns mal weiter um. Was macht der Geist hier? Haben wir mit dem schon gesprochen? Haben wir? Grund für Gewalt. Ich frage mich, was auf dem Schiff vorgefallen ist. Keine Ahnung, selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich nicht darüber mit irgendwelchen dahergelaufenen Neugierigen reden. Okay, schade, ciao. Dann gehe ich nochmal nach vorne. Auch wenn wir da schon waren. Aber, guck mal. Da kommen wir her. Müssen wir da noch mit jemandem reden? Nee, da ist nur Grimm, Asiel und Co. Nee, ich will nicht zurück. Aber wir können ja auch hier oben nochmal gucken. Bei der Leuchte. Keine Ahnung. Ob hier auch noch vielleicht irgendwas ist. Was man auch noch schnell übersehen könnte. Ja! Cool. Wieder Luft zeröffnen. Das ist ja nice. Ja, wir haben jetzt allerhand schon wieder gefunden. Ne? Ich sollte das mal durchkontrollieren. Wir hätten eine Resistenzwaffe, eine Luftwaffe oder eine Elektrizitätswaffe mittlerweile. Luft mittlerweile nur 1, 5, 3 und ich bleibe bei mal Resistenz. Kleidung, Resistenz verbessert, finde ich eigentlich auch bisher am besten. Wenn wir da noch mehr finden. Heilung verbessert ist natürlich auch gut. Aber verbesserte Resistenz ist schon cool. Dann haben wir Erde, Heilung, Eisen, Eisen verbessert. Das hatten wir aber schon vorher. Luft 1 von 5. Tja, ich bleib bei Resistenz. Armbänder. Was haben wir denn hier? Eisen verbessert. Heilung, Wasser, Luft, Elektrizität und nicht die Resistenz. Das ist ja echt schade. Das fehlt uns nämlich. Das ist ärgerlich. Dann nehme ich da mal Luft. Wenn uns immer noch E1 fehlt. Naja, eigentlich zwei fehlen uns. Zwei fehlen uns. Stiefel. Resistenz. Mhm. Schade, schade. Und Resistenz verbessert vor allem. Wie war das mit Luft? Was haben wir da? Zwei von fünf. Weiß ich nicht. Geh mal durch. Habe ich da auch hier auch Luft? 3 von 5? Achso, warte mal. Vielleicht sollte ich da mal gucken. 4 von 5? Dann zeigt mir dann der gar nicht... okay. 5 von 5. Komplettes Luftset haben wir. Das ist natürlich richtig geil. Ich dachte, der zeigt mir immer nur an, wie viel wir schon haben und nicht, was wir angezogen haben. Okay, wir haben komplettes Luftset mal eben. Die Waffe erhöht den körperlichen Schaden und damit ist das ziemlich geil, weil... wir nämlich auch mit Tornado angreifen. Dann lasse ich das mal so. Auf jeden Fall lasse ich das mal so. Und ich finde es auch hübsch. Also es ist ein hübsches Outfit. Ja, geil. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann muss ich bei Resistenz dann auch nochmal gucken, ob wir da nicht dann doch schon auch alles haben und so. Kann man eigentlich auch ins Wasser? Nee. Können wir nicht. Wir sollen doch aber hier den Captain finden. Dann müssen wir nochmal genauer gucken, glaube ich. Das machen wir mal. Bist du aber auch nicht. Kommen wir hier irgendwo rein? Guck mal, hier können wir rein. Ich cruise mal wieder hier überall rum. Wir gehen auch noch auch hinten wieder in die Ecke. Problem ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wo wir immer sind. Kann man hier durch? Nein. Können die auch irgendwie nicht zaubern, ne? Dass man da durch kann. Was ist das hier? Was liegt hier? Irgendwelche komischen Kugeln. Okay. Ja, ist cool, dass wir jetzt das Set voll haben. Das freut mich gerade. Damit machen wir natürlich noch mehr Schaden. Und das wundert mich auch immer, dass man hier jetzt nicht runter kann. Okay. Na gut. Flatter mal da durch. Ja, hier waren wir schon. Ist er in irgendeiner Hängematte? Aber der Captain wird ein ganz anderes Zimmer, glaube ich, haben. Er kann natürlich auch hinter so einer verschlossenen Tür einfach sein und wir kommen noch nicht hin oder so. Das weiß ich nicht. Komm mal da durch. Kannst du nicht? Ebenso. Oh, oh, das war zu weit.
So. Sind wir wieder noch ein höher? Kommen wir auch nicht durch. Das finde ich doof. Aber das war auch einfach nur der normale Schiffsbereich. Das bringt uns eh nichts. Da oben waren wir auch noch nicht, oder? Bestimmt auch eine Kiste. Könnte ja sein. Die sind ja hier überall versteckt. Okay. Noch höher. Man muss ja alles abkontrolliert haben. Ganz, ganz oben beim Schiffsmast. Cool. Coole Sache. Schöner Ausblick, aber bin ein bisschen verwirrt. Was stand denn hier? Diebische Müll, fliegende Holländer. Finde die Ursache des Problems heraus. Verhindere, dass der fliegende Holländer sinkt. Besiege die diebische Möwe, die Klumpos Tränke stiehlt. Die müssen wir noch finden. Die müssen wir noch finden, die Möwe. Wo finden wir denn diese Möwe? Ist sie vielleicht hier in der Nähe? Könnte ja sein. Dass sie hier irgendwo ihr Nest hat. Wir haben uns ja hier noch gar nicht so umgeguckt. Aber weiter können wir hier anscheinend auch nicht. Möwe, da ist sie doch. Hi. Bebebe. Jawohl. Da ist sie. So, jetzt kriegst du aber hier ordentlich einen auf den Deckel. Obwohl auch so viel dann doch nicht. Und die steckt ordentlich was ein. Kleiner Drache, hilf mal. Bis du brennst, Möwe. Ja. Aber das ist schon fies. Ja, ich greife mal normal an und Pistole mit unserer neuen Mitkämpferin. Boah, 88. Krass. Die hat's aber drauf. Wie wäre es mit normalem Angriff? Ausgewichen. Nicht schlecht. Und du dann auch bitte normaler Angriff und Stärkeangriff. Und Angriff. Ja, nicht schlecht. Also, wir sollten auch nie vergessen, dass wir auch normal angreifen können. Da schnappt die ganz schön zu, die Möwe. Welle. Eisgeschoss. Oh, die ist cool. Unsere Amarita. Finde ich ganz cool eigentlich, was die so drauf hat. Eisgeschoss nochmal und normale Wattegeschosse. Na, das ist, war nicht so viel. Die Geschosse war schon besser. Stärker Angriff. Angriff. Gleich haben wir sie. Bam. Der letzte Schuss. Arme Möwe irgendwie. 250 Erfahrung. Begib dich zuerst zurück zu Klumpo. Klumpo! Wir haben dir geholfen. Du. Baggergnom. Seid mir gegrüßt, fliegende Pracht. Am bezaubernden Firmament seid ihr wahrlich der Strand. Sie stehen von einer Möwe fort. Es ist wieder alles in Ordnung, Meister Distillateur. Die Möwe ist jetzt fort. Sie wird dich nicht mehr bestehlen. Oh, wunderbares Wesen. Ihr wisst ganz genau, wie ihr das Herz eines armen Gnomes zum Lachen bringen könnt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich werde mir jetzt die Gegend ansehen. Bis später, Meistertyp. Erfahrung. 300, oder? Das hat sich gelohnt. Denn wir haben hier wieder einen Fähigkeitspunkt, den wir einsetzen können. Und dann baller ich mal Tornado rein, oder? Dann haben wir es voll. Machen wir mal ein Upgrade. So. Geil. Volle Sternzahl. Das machen wir. Erfahrung 300. Dafür, dass wir das jetzt voll haben, kann ich das denn jetzt dann auch irgendwie dann wieder ändern? Oder
Ein Tornado fegt über den Gegnern weg und versucht Luftschaden, ja. Und wir haben das jetzt volle Power. Okay. Toll. Haben wir das geschafft. Mit der Möwe. Aber wir müssen immer noch rauskriegen, was mit dem Schiff ist. Und irgendwie dachte ich, müsste den Captain finden. Oh, was haben wir denn da? Ist das vielleicht wichtig? Eine Flaschenpost? Was ist das? Das ist eine Flaschenpost. Die ist bestimmt noch wichtig, dass wir die irgendwie gefunden haben. Aber vielleicht müssen wir dafür den Quest erst oder so. Hallo? Kann ich eine Meerjungfrau kommen und uns helfen? Oder? Okay. Hier ist eine Flaschenpost auf jeden Fall. Ja, was mache ich denn jetzt mal? Ich wette, in irgendeiner dieser... Was war das? Was war das? War das einer der Geister oder was anderes? Hä? Hä? Wer hat denn da so gestöhnt gerade? Als ob hier irgendeiner schlafen würde. Jetzt habe ich es wieder gehört. Ich glaube, das sind die Geister einfach nur oben. Kann das sein? Mhm. Aber wir müssen bestimmt hier unten irgendwas finden. Dann wissen wir, entweder hier ist der Captain oder noch ein Geist oder irgendein Typ. Oder irgendwas mit dem Schiff. Nur, dass hier unten leider nie was ist, wo wir hingehen können. Hast du schon wieder gehört? Hallo? Ja, mehr als rumfliegen und gucken kann ich ja auch nicht. Mal hier nach oben. Mal hier so in die Ecken. Hm. Okay. Da nochmal durch. Ist hier irgendwas wegen dem Kanonending? Nee, oder? Es ist auch so fies, man hat überhaupt keine Ahnung, wo man hin soll. Gar keine Hinweise oder so. Was ich aber auch irgendwie gut finde, also es ist halt natürlich für ein Let's Play zieht sich dann hin, aber so einfach vom Schwierigkeitsgrad her auch nicht schlecht. Was ist mit denen hier? Mit denen haben wir noch gar nicht geredet, oder? Grumpulo. Ox, was willst du? Ich hätte ein paar Fragen, kräftiger Kanonier. Ich bin gerade nicht der Hellste, aber der Meister, der hat was auf dem Kasten. Rede mit ihm. Ich muss hier was in Ordnung bringen. Alles meine Schuld. Hab jetzt keine Zeit zum Plaudern. Wenn du meinst, trotzdem danke. Wir müssen doch auch noch den Cousin finden. Gobibum. Verdammt nochmal. Grumpulo, du erbärmlicher Wurm. Du hast schon wieder ein Chaos angerichtet. Bring das wieder in Ordnung. Sofort. Tut mir leid, Meister. Wird nicht wieder vorkommen, Meister. Versprochen. Nicht böse mit mir sein. Ich mach das schon. Schau, ich krieg das wieder hin. Armseliger Trottel, das ist immer das gleiche Theater mit dir. Und wenn du... Wem tust du das an? Mir, dem netten lieben Meister. Ein absoluter Dummkopf bist du. Immer machst du alles falsch. Ja, Meister, ich bin immer schuld, Meister. Tut mir leid, Entschuldigung. Du verdammter Idiot, schau dir das an, unfähiger Dummkopf. Das muss doch alles seine Richtigkeit haben. Ich hätte dich in der Gosse lassen sollen, wo ich dich aufgegabelt habe. Dann hätte ich mir den ganzen Ärger hier sparen können. Wer ist das? Sei gegrüßt, ich bin auf Geheiß von König Oberon hier. Ich soll herausfinden, warum die Magie in dieser Welt immer schwächer wird. Bedauere, ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Na gut, einen kleinen Moment habe ich. Was willst du? Gobedick. Du bist nicht zufällig der Cousin von Gobedick? Er macht sich große Sorge um dich und hat mich gebeten, dich aufzuspüren. Gobedick, dieser wehleidige Memme ist in der Tat einer meiner vielen Cousins. Aber der hat sich nie um mich geschert. Vielleicht meint er seinen anderen Cousin, der auf Jydrasil oder in irgendeiner anderen Welt lebt. Wo? Du weißt also nicht genau, wo sich der andere Cousin aufhält? Ich glaube, der ist irgendwo, wo es viel Sand gibt und ziemlich heiß ist. Aber Strände gibt es da nicht. Falls du Gobedick mal wieder über den Weg läufst, erinnere ihn bitte daran, dass er mir noch 500 Unzen Salpeter und 7 Unzen Schwefel schuldet. Okay. Ich würde dich gerne ein paar Dinge fragen. Was willst du wissen? Was weißt du über die Piraten? Zurzeit haben sie es auf Korriganen abgesehen. Sie sagen, das seien Sumpfratten, die die Seuche über uns alle bringen. Aber solange sie keinen Ärger machen... Können Sie von mir aus so tun lassen, was Sie wollen? Bist du der Goblin-Kanonier dieses Schiffs?
Höchstpersönlich. Noch nie hat die Welt einen Goblin gesehen, der geschickt am Umgang mit Schießpulver und Kanonenkugeln ist. Alles, was zerstört werden soll, jage ich mit Vergnügen in die Luft, sofern ich die richtige Munition davor zur Verfügung gestellt kriege. Okay. Dann ciao. Dann haben wir das gemacht und er hat ja eh irgendwie Pech mit ihm hier als Chef. Aber gut, es geht uns anscheinend im Moment nichts an. Ich halte immer in den Ecken Ausschau nach Kisten. Ich finde es gut, dass wir die gefunden haben. Was sagt denn jetzt hier storymäßig wegen genau Hilf Gobbedick? Finde den dritten Cousin. Der ist dann wahrscheinlich in der dritten Welt. Finde die Ursache des Problems. Und Illusionen können wir auch nicht machen. Okay, also bleiben wir hier weiter einfach beim Schiff. Aber die Geister haben uns bisher auch nicht so richtig geholfen. Und was ist hier unten immer außer Kisten? Muss ich mit irgendjemandem noch reden oder so? Vielleicht sollen wir halt wirklich eher noch reden mit jemandem. Aber ich habe halt auch mal gedacht, wir finden hier dann jemanden zum Reden. Hallo. Ist hier denn keiner, mit dem wir noch reden können? Weiß immer nicht, haben wir mit ihm schon geredet? Probier die jetzt nochmal aus. Ach, wir können auch mit dem kämpfen. Was willst du denn wissen? Schiff. Was hat es mit dem merkwürdigen Schiff aus? Der erste fliegende Holländer Schiff, deren Toten ist voll beladen mit den Seelen, der auf dem verstorbenen Seemann bringt. Ja. Der König hat auch das. Hat sich in der Kajüte verbarrikadiert. Wo ist denn die Kajüte? Das müsste doch die dann irgendwie vielleicht sein. Oder kommt man irgendwie dahin? Vielleicht von unten? Dass wir hier irgendwie runtergehen? Und dann... und dann dahin. Aber hier waren wir wahrscheinlich auch schon 100 Mal. Nee. Kommt man dann noch weiter unten hin? Ja, halt Tür, ne? Aber einfach mal Pech. Kann ja sein, dass wir mit ihm reden müssen, um zu wissen, wie es weitergeht. Oder auf der Ebene bleiben und da irgendwas entdecken. Das wäre richtig fies, wenn irgendwo in so einer Ecke halt voll sowas wäre. So irgendwie, oh, hier ist ein Riss, wir müssen das einkloppen, keine Ahnung. Oder hier ist ein Hebel, ein versteckter oder keine Ahnung. Das wäre in diesem Wirrwarr schon recht schwierig gemacht. Sich einverbarrikadiert. Also für mich ist es so ein Hinweis, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir einfach nur hier oben oder wir müssen mit den Geistern nochmal doch kämpfen. Können wir die Falltür hier aufmachen? Nein. Und wenn er hier aber weg ist, wenn wir hier mit ihm kämpfen? Aber warum sollten wir, ne? Also ich meine, ja... Hier sind wieder die anderen. Das komische Buch. Sie weiß ja anscheinend auch nicht, was wir machen sollen. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut und guck mal, was ich hier tun soll. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, das mit dem Kapitän und so, aber wenn man jetzt hier aufs Wasser fliegt, dann sind hier tatsächlich Meerjungfrauen sehr unheimlich, weil die auf einmal hier... Da ist eine. Habt ihr gerade gesehen vielleicht die eine? Und wo ist noch... Wo? Da unten. Da, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Hier sieht man sie jetzt auch. Nicht nur eine, sondern mehrere. Und da die alle diesen schwarzen Rauch um sich haben, sehen die voll sauer aus. Und ich habe ein bisschen Angst vor denen. Aber okay. Gehen wir doch mal einfach zu der Grünen. Die hat nämlich keinen Rauch. Hallo. Mit Melusine reden. Und ich habe noch gesagt gerade eben...
Ist hier nicht eine Meerjungfrau? Sei gegrüßt, Kreatur des Himmels. Es freut mich, dass du auch dem Wasser nicht abgeneigt bist. Was führt dich hierher? Ich hätte da ein paar Fragen. Ich bin ganz Ohr. Ihr seid wirklich Nixen, oder? So ist es, halb Mensch, halb Fisch. Siehst du meine Schwestern? Sie sind auch Nixen. Sind wir denn so ungewöhnlich? Ich habe in meinem Leben erst eine einzige Nixe gesehen, zwar in der Nähe von Avalon. Ich war lange im Tiefschlaf und bin erst vor kurzem wiedererweckt worden. Während du geschlafen hast, ist die Zahl der Nixen zurückgegangen. Wir sind besonders magische Wesen, aber jetzt gibt es nur noch wenige von uns. Okay. Was ist das für ein sonderbares Schiff? Das ist der Fliegende Holländer, das Schiff der Toten. Es segelt mit den Seelen der Verstorbenen als Besatzung über die sieben Weltmeere und andere Geister im Jenseits zu geleiten, um andere Geister ins Jenseits zu geleiten. Aha. Das war's? Ich muss los. Tschüss. Und können wir jetzt gegen die kämpfen, oder? Ah, und dann können wir mit denen reden. Mit Tel Xiepaya sprechen. Bitte geh, es gibt nichts zu bereden. Ich werde deine Schwestern einen Besuch abstatten. Boah, die sind aber voll sauer. Irgendwas muss es doch mit denen auf sich haben. Leukosia. Ihr habt nichts zu suchen. Verschwindet, ihr dreckigen kleinen Biester. Auf uns warten noch andere Gesprächspartner, die hoffentlich nicht so stur sind wie du. Bam, voll die Agro-Nixe. Okay, aber ziemlich geile Idee, Leute. Bin gespannt, was es noch gibt. Ich finde, das Spiel entwickelt sich gerade ziemlich cool, weil hier mal eben voll die bösen Meerjungfrauen sind. Und ich frage mich, was es mit dem fliegenden Holländer auf sich hat. Vielleicht kann er ja uns dazu nochmal was sagen. Weil auf einmal sind die hier und mit ihr haben wir noch nicht geredet, ne? Ligea. Ihr habt nichts zu sagen. Verschwindet. Ich statte jetzt deinen Schwestern einen Besuch ab. Okay. Gut, die sind alle ein bisschen sauer irgendwie auf irgendwie und alle Richtung Schiff gewendet. Schön, dass wir nicht der Grund sind. Ich würde mich nicht so gerne mit Agro-Nixen anlegen wollen. Aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part, Leute. Bis dann!